Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Pausi, wo wir jetzt hier Paletten umladen und so. Hoffentlich ist das Ding hier lang genug. Probleme, mit denen ich... Ja, ich sehe nämlich nicht, dass wir jetzt hier extra noch unseren Dingskran hinbringen. Obwohl wir ihn ja haben, ne? Wo könnte man... Könnte man natürlich dann vielleicht überlegen. Ja, es wäre schön gewesen, wenn alle Baumaterialien, die wir hier für diesen Auftrag gebraucht hätten, dann natürlich sofort in einem... Wir hätten anliefern können und auch auf die Ladefläche packen können, aber leider ist unser kleiner LKW hier etwas zu klein dafür. Hence the name kleiner LKW. So, wo muss das Bäumchen hin? Das muss noch nirgends hin. Das brauchen wir später erst. Okay. Hätten wir auch stehen lassen können. Packen wir das mal hier rein. So. Wollen wir wahrscheinlich erstmal diese ganzen Sachen, die wir brauchen fürs Beton. Ja, und ich ahne schon, dass hier 2 Meter fehlen. Ja, wie gesagt, wenn wir das, ne, wenn wir es auf dem eigenen LKW, was auf dem eigenen LKW gehabt hätten, wäre das so nicht passiert. Aber wir können hier noch ein bisschen vorfahren, wahrscheinlich gleich. Na, wir gucken mal. So, dann kommen die ganzen, wie nennt man das nochmal, Stahlbewehrungen? Oder wie heißt das richtig? Nachdem ich jetzt gelernt habe, dass es ein Schwarzdeckenfertiger ist. Entschuldigung. Eine Dermaschine. Ja, okay, komm. Ich habe ja schon verstanden. So, wir müssen ein bisschen mehr nach hier. Und ein bisschen vor. So, das wird jetzt wahrscheinlich wieder nicht reichen, aber dann können wir das zumindest zügig weiter transportieren. Komm. Na komm. Jetzt wieder. Wir brauchen mal einen Moment. Keine Ahnung. So. Oh. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das eine so riesen Palette ist. Okay. So in der Art habe ich mir das in der Tat vorgestellt. Ja, bis auf die eine Sache da hinten, aber da die haben wir noch gar nicht gekauft, die Sachen, oder? Können wir mal gucken. Was könnten die hier sein, ne? Die Rohre. So. Genau, die müssen wir noch mal einmal weiter transportieren. Die stellen wir da dann mal ab. Und das andere, was ist das? Eine Palette Betonschalung. Fertig, oder was? Na. Okay. Am Stück. Ich hätte jetzt gedacht, das sind wie so kleine Blumenkübel oder so. Aber gut. Betonschalung. Cause why not? Ich muss auch noch ein Stück zurück, oder was? Hallo.
Hallo? Was ist denn jetzt hier? Raus. Und rüber. Und runter. So. PVC-Rohre, genau. Die müssen wir noch rüberpacken. Ich würde sagen, wir packen auch schon mal die Bäumchen irgendwie weiter zentraler, weil ich fürchte, die werden wir ja auch irgendwie irgendwo zentraler im Baum brauchen. Bin ich über der Einzige im Baum, im Park? Bin ich übrigens der Einzige, dass ich ein bisschen komisch finde, dass wir nur 3 Bäume in diesem Park pflanzen? Das wird schon so ein bisschen trostlos, oder? Ich frage für einen Freund. Das sah mir gerade übrigens so aus, ne, bei dem Zuppel von dem Baum, als wenn wir das dann auch irgendwie dann später mal frei gestalten könnten, wenn wir den wollen. So, ganz wertvoll, die eben, den eben noch umzuschmeißen. Da war schon wieder hier mit Befüllen. Ha. Scheint die einzige Tätigkeit zu sein, die der kann. Befüllen. Den sollten wir mal rausschmeißen. Gehalt kürzen. Was auch immer. Glaubt ihr eigentlich, dass wir das uns mit einem Baukran erspart hätten, wenn wir jetzt einen großen Baukran genommen hätten, der dann... Wäre der übers ganze Feld gegangen? Hm? Ja, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe gar kein Niveau. So, hoch. Und raus damit. So, markierten Bereich räumen. Aha. Oh. PVC-Rohr platzieren. Haben wir irgendwie ein bisschen mehr Licht? Wir haben eher... Nee. Ja gut, ist eine Nachtbaustelle. Machst nix. So. Baumaterialien auspacken. Wie? Okay. Okay. Verstehe. Oh. Was ist hier passiert? Beton gießen. Oh nein. Ja, da habe ich auch den Kommentar bekommen, ich hätte da mal besser ins Handbuch geschaut, weil da wäre ja alles drin gewesen. Den Schuh muss ich mir natürlich anziehen. Andererseits natürlich sehr langweilig, wenn man dann immer so Schritt für Schritt nach Handbuch ablesen, mit dem Zeigefinger über den Monitor gehen, über die eingekrusteten Spuckeflecken und so. Und dann, das dann so abarbeitet. Ich finde das immer so ein bisschen strange. So, Betonlieferung, das kriegen wir hin. Wir geben den jetzt erstmal zurück. Das
wird nämlich eh anteilig zurückgezahlt, ihr habt es gesehen. Ne? So, Fuhrpark, dann brauchen wir jetzt Betonmischer haben wir noch nicht. Das heißt, wir schauen mal. Ups. Wir hatten ja zuletzt. Das ist, glaube ich, egal, ne? Kaufen. Also leisten können wir uns eh keinen. Wir machen gerade so ein Öko-Projekt. Dann nehmen wir einfach mal den hier. Das ist ja Ami-Style, ne? Dann nehmen wir mal den. Oder den hier. Ist der gleich wie der, nur mit dem MAN davor. Genau. Dann können wir da mal eben einsteigen und uns Beton holen. So, und das machen wir im Betonwerk. Ups. Alles easy. Wie gesagt, ne? In Folge 11 könnt ihr abstimmen in den Kommentaren. Too schnell Reise or not too schnell Reise? That is here the question. If more furbished is the metal, then we shall not, was auch immer. Entnahme. Ist das hier Beton? Ich hoffe. So, dann zur Baustelle. Ja, und hier nehme ich jetzt an, also dieses Betongießen, da habt ihr mir auch geschrieben, ich hätte da irgendwie die größte Maschine EU West genommen, die es jemals auf der Welt gegeben hat, was völlig unnötig gewesen wäre. Ich hätte es auch direkt machen können, weiß ich gar nicht. Also in der Regel haben ja Zuschauer immer recht. Mit Sternchen, Text. Wo muss denn hier der Beton gegossen werden, oder? Das ist ja nur eine Leihmaschine, ist ja nicht meine. Nehmen wir hier an, ne? So, das heißt, wir müssten mal hinten diese Tülle drehen. So. Mischrinne. So, und dann müssten wir ja eigentlich nur... Oder warte mal, wir machen das anders. Fahren wir eben hier durch. Weil seitlich geht das, glaube ich, eh nicht. So. Und dann drehen wir die Mischrinne nach hinten. So. Jetzt abladen. Also von der Theorie her ist wahrscheinlich dieser Betonspritzapparatismus die besser geeignete Wahl. Aber bevor wir jetzt hier so eine Maschine hinfahren, 10 Minuten Arbeit, die ausklappen, die Geräte irgendwie so ineinander verhaken, dass das aussieht nach einem außerordentlich ausgiebigen Paarungsritual, möglicherweise die Hälfte daneben kippen und ich nicht schnell genug von der einen Maschine in die andere flitze und deswegen ohnehin noch die Hälfte daneben läuft, glaube ich, ich habe hier wirklich herausgefunden, wie man das hier etwas effizienter gestalten kann. Und wie gesagt, die Fahrzeuge brauchen eine Bremse, da kannst du mir sagen, was du willst.
Aber ich würde sagen, das ist perfekt, Leute. Ja, da ist er gewusst, der hat gar nicht so viel Beton gekauft. Der war auch teuer. Aber so richtig, guck das mal, was der gekostet hat. Also ich glaube, wir sind hier einer Sache auf der Spur. So, jetzt schön mit den Reifen mal hier einmal in den Beton rein. Doch, jetzt müssen wir, glaube ich, nur noch da hinten einmal in die Ecke reinfahren und dann haben wir es. Ja. So. Leute, was soll hier schon schief gehen? Huch, da war ein Beton drauf, wer hat den, ein Erd drauf, wer hat den denn hier gemacht? Nur Beton haben wir auf jeden Fall genug. Baustelle räumen. Wie? Okay, warte mal. Dann würde ich jetzt mal gerne Folgendes wissen. Wenn wir jetzt eine Schnellreise machen, wie viel kostet die? Die. 189. Und wenn wir jetzt den Beton wieder verkaufen, was kriegen wir dann zurück? Hat sich das dann gelohnt? Oder nicht, oder was? Wo muss der überhaupt dann hin? Hier auch in dieses Ding hier rein? Wir mit der Erde dahin gemusst. Ich weiß es nicht. Hier wird nicht leer, seht ihr das? Das ist also falsch. Auch nicht leer, oder? Oder? Der Mauszeiger hin als Seehilfe? Nee. Nicht. Sieht ja aus, als wäre es dafür, ne? Aber. Nee. Nein. Okay, ja, dann können wir die Nummer zurückgeben, die Maschine. Achso, da drin. Gut. So, und dann müssen wir die Baustelle sollen wir dann leeren. Stellt die ganzen Maschinen da. Aber jetzt haben wir extra die Bäume auf das Feld gestellt. Ist das wieder verkehrt, oder was? Dieses Spiel macht mich fertig. Manchmal macht mich dieses Spiel fertig. So. Tatsache. Ach Leute, ey. Warum? Warum? Das ist nur für den Kick, für den Augenblick. So, dann müssen wir hier raus. Ich finde es aber sehr wertvoll, dass wir dieses ganze Ding hier aufgeräumt haben. Ich stehe nur so alle Gartenstühle rum. Das ist ja wohl nicht hier, wo meine wertvollen Mitarbeiter ihre Pause verrichten. Und vor allen Dingen wehe spielen. Wage es nicht. Wage es nicht. Wir laden jetzt die Bäume hier weg. Und du sagst mir gleich, bitte die Bäume pflanzen. Und wir müssen mit dem Fahrzeug wieder reinfahren und die Bäume hinstellen. Wehe spielen. Wehe.
Aber was wir gelernt haben, ist auf jeden Fall, nicht einfach irgendwas abladen, was man noch gar nicht braucht, weil das Spiel ist sehr, wie sagen wir das jetzt, freundlich? Sehr prioritätsbewusst. Na? Also wehe spielen. Wehe, wir müssen das dann gleich wieder dahin machen, nachdem wir es jetzt wegmachen. Ah, das ist, warum sollte sowas passieren, Leute? Ja? Da bin ich ganz sicher, dass das nicht passieren wird. Komm, Baum. Nur weil du umgekippt bist. Der will jetzt wirklich nicht, weil der... Dann holen wir den gleich mit dem Bagger. Das passt bei dem nicht auch. Passiert. Weil es ist doch ganz normal, dass die dann mal umkippen. Wenn sie einen komischen Schwerpunkt haben, ne? Ist ja schon wieder dahin gefallen. Hoch, rüber, runter, raus. Alright, und dann einmal hier mit dem Kollegen. So, da kommen wir nämlich noch dran. So. Der weigert sich hartnäckig, würde ich sagen. Man kann den doch damit anhaken, oder nicht? Jetzt ist der genau ein... Echt jetzt? Wird diese Bäume so aufwendig hier wegräumen? Wehe. Wir müssen die da gleich wieder einfach nur dahin. Hallo. Ich glaube, wir haben es kaputt gekriegt. Ja, kurzfristig geht's, ne? Habt ihr gesehen? Da.
Was natürlich jetzt nicht geht, weil ich ja jetzt vorfahren musste. Versuchen wir den mal gerade hinzustellen, dann kriegen wir nämlich mit dem Kran weg. So. Ist auch blöd, ne? Man könnte doch jetzt in der Theorie, in der Realität könnte man doch einfach hier den dann, da rumfahren, ne? Einfach anhängen, den Baumodus ausschalten und dann damit rumfahren. Tja, ja. Dann halt so. Oberboden abtragen. Okay, wir müssen Gott sei Dank doch was anderes machen. Gut, Leute, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da werden wir den Oberboden abtragen, was auch immer das heißt. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du auch. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, hier auf unserer fantastischen Baustelle. Und ich hoffe, ihr seid da wieder dabei, nicht? Und ein kleiner Klick bewirkt mehr, als du denkst. Mit dem Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und ich lese eben alle Kommentare. Auch darüber freue ich mich sehr. Macht's gut, tschüss.